eine schöne Straße entsperre. So, dann gebe ich die dir mal. Erste. Ja. Kriegst du überall dieses Oder hinten Handsymbol? kommt schon ein Auto. Da können wir gleich mal einsteigen. Kannst du dich ja mal drum kümmern? Ja, oh. Oh, der fährt. Hallo, Anhalt mit dem. Hallo, Kollege. Hallo, Kollege. Ja, ich muss mich wieder im Test. Mikrofon muted. Hallo. Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Kannst du mir noch die anderen Dinger geben? Sound muted. So, und zwar hätte ich da mal so ein paar Fragen an Sie. Haben Sie spitze Gegenstände bei sich? Nein. Drogen, Waffen, sonstiges? Nö. Dürfte ich Sie durchsuchen? Gerne. So. Alles klar. Dürfte ich auch nochmal in Ihren Rucksack gucken, ob Sie Verbandszeug und Werkzeugkasten dabei haben? Verbandszeug habe ich gerade aufgebraucht in der Stadt und Werkzeugkasten dabei. Bitte? Ich habe Sie jetzt nicht ganz ver... Ah, gut. Verbandskasten musste ich gerade eben benutzen und den Werkzeugkasten habe ich bei. Alles klar. Dann würde ich Sie bitten, kommen Sie mit meiner Verwarnung weg, dass Sie sich nochmal einen Verbandskasten holen, bitte. Ja, rufe ich dann gleich. Alles klar, gut. Dann sind Sie clean und ich lasse Sie wieder gehen. Danke. Hier rein. So, Kollege, bitte rechts ranfahren einmal. Rechts ranfahren. Einmal bitte aussteigen. Am besten euch auf die Wiese. Ja, am besten bitte einmal auf die Wiese dort fahren. Damit hier noch mehr durchkommen. Was? Einmal bitte auf die Wiese hier fahren. Hier hin. Ah, das reicht. Das reicht, perfekt. So, allgemeine Verkehrskontrolle, dann einmal hier. Haben Sie spitze Gegenstände bei sich? Oder Waffen oder Drogen? Nee, gar nichts. Okay, darf ich Sie bitte durchsuchen? Kein Problem. Ist es Ihr Wagen? Das ist ein gemieteter Lada. Ah, okay. Interessant. Dürfte ich mit Ihnen einen Alkoholtest durchführen? Da Sie sehen schon ziemlich betrunken aus. Gut, dann lasse ich Sie jetzt mal los und dann machen wir mal den Test. Okay. So, kommen Sie mal mit mir. Bitte einmal auf dieser Linie hier gerade laufen. Also normal gehen mit der Gehen-Taste dort. Gut, passt. Und dann bitte noch einmal hier ins Loch blasen, was ich hier habe, in meiner Hand. Okay, gut. Das passt auch alles. So, jetzt habe ich keine Puste mehr. Verbandskasten und Werkzeugkoffer, haben Sie den dabei? Wie bitte? Ein Verbandskasten und ein Werkzeugkoffer, haben Sie den dabei? Ich habe, glaube ich, nur einen Werkzeugkoffer dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, dürfte ich mal in Ihren Rucksack gucken? Ja, ich habe zwei Werkzeugkästen. Okay, gut. Dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Das wäre jetzt eine 350er Strafe. Für was? Dafür, dass Sie keinen Verbandskasten dabei haben. Ich dachte, der liegt im Lada drin, wenn ich den miete. Nee, leider nicht. Ach, das habe ich nicht gewusst. Ja. Ja gut, dann lasse ich Sie nochmal mit einer Verwarnung davon kommen, da Sie das nicht wussten. Sagen wir jetzt mal, und Sie fahren bitte schleunigst sich einen Verbandskasten holen.
Okay, werde ich tun. Alles klar, dann dürfen Sie jetzt weiterfahren. Geht das noch in der nächsten Stadt oder muss ich jetzt umdrehen? Das würde in der nächsten Stadt gehen, wenn die nicht allzu weit weg ist oder an der nächsten Tankstelle am besten. Ansonsten würde ich Sie bitten, umzukehren, ja, genau. Wenn es zu weit entfernt ist. Nein, ich kaufe das direkt an der nächsten Tankstelle. Alles klar. Darf ich wieder weiterfahren? Jupp, Sie dürfen weiterfahren. Okay, dankeschön. Bitte. Wir wollten gerade mal eine allgemeine Verkehrskontrolle hier machen. Wieder. Bitte? Bin ich jetzt das Opfer dafür, weil heute Mittag hatte ich schon wieder eine. Da er sagt heute Morgen. Ja, Sie tragen da eine Waffe auf dem Rücken, deswegen fällt es halt ein bisschen mehr auf. Ich kann diese Waffe schnell. Auch gerne in mein Haus legen. Nein, brauchen Sie ja nicht. Aber trotzdem würde ich Sie mal gerne durchsuchen, wenn es gestattet wäre. Ja, aber ziehen Sie sich bitte die Handschuhe an und ne? Vorsichtig bitte. Alles klar, werde ich machen. Ja, aber die Handschuhe sind ein bisschen kalt. Die hätten Sie ja lieber vorwärmen können. Ja, das tut mir leid. Sie sind der Erste heute nach der Mittagspause, deswegen sind Sie ein bisschen abgekühlt. Ja. Ja, notieren Sie sich das bitte fürs nächste Mal, ne? Sonst gibt es Ärger. Kann ich tun. So, haben Sie denn irgendwas Spitzes bei sich, woran ich mich verletzen könnte? Ja, ich glaube wohl. Ich glaube, in meiner rechten Arschbacke habe ich noch ein Messer drin. Oh je. Yeah. Okay, dann passe ich da mal ein bisschen auf. Aber keine Angst, das ist nur ein Messer, so ein kleines Schweizer Messer. Damit habe ich mir heute Mittag meinen Apfel geschält. Ach okay, da ist es eh zusammengeklappt, dann passt es ja. Wir dürfen es sogar mitführen. Also ich sag, nur mal so zum Mitschreiben, okay, ich sag momentan nix. Passt alles so? Da ich hier dem Sascha zuhöre. Ja, ich bin ein ganz braver Bürger. Ich habe bisher nichts Illegales getan. Noch eins für euch. Ich glaube, es war nicht so unangenehm. Und danke für die Kooperation. Okay, wenn du mir zeigen würdest, wo? Ja, ebenso, danke. Im Markt drin, Funky Junkie. Alles klar, machen wir. Um was geht's, Tommy? Hab ich nicht mitgekriegt, sorry. Es ist noch jemand auffällig im Marktplatz drin, namens Funky Junkie. Oh, okay. Gut, dann fangen wir da mal weiter an. Guten Tag, Herr Funky Junkie. Hallo. Hallo. Sind Sie da oder stehen Sie hier nur so rum? Ich glaube, Ihr Kollege hier ist einfach nur AFK. Also eben gerade hat er sich noch bewegt, bevor ihr gekommen seid. Ah, jetzt. Lebt. Hallihallo. Kann man hier nicht mal in Ruhe shoppen, oder was ist hier los? Sie sind einigen Bürgern verdächtig aufgefallen. Deswegen würden wir mal eine gerne allgemeine Kontrolle durchführen. Ehrlich gesagt, passt mir das jetzt hier gerade nicht, nee. Mit welcher Begründung? Haben Sie irgendeinen Verdacht? Irgendwas? Ich bin hier... Ich habe nicht mal einen Rucksack, wo ich irgendwelche Drogen oder sonst was verstecken könnte. Ja, aber zum Beispiel in Ihrer Hosentasche. Was ist damit? Haben Sie schon mal daran gedacht? Ein Messer, eine Waffe. All solche Dinge. Ja, ich bin jetzt hier der Übeltäter. Jeder Hergelaufene ist hier der übelste Bandit oder was? Das nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber Sie... sind eben verdächtig aufgefallen. Ja, dann haben Sie auch keinen Grund, mich zu durchsuchen, also ich das jetzt hier falsch. Nee, doch, ich habe schon den Grund. Weil uns wurde Meldung gemacht, dass Sie verdächtig sind. Haben Sie auch gerade gesagt, dass Sie keinen Grund haben, dass Sie keinen Verdacht haben. Haben Sie gerade noch gesagt. Wir haben den Verdacht, dass Sie irgendwas bei sich führen. Darum wurden Sie gemeldet.
Und von daher bin ich in der Pflicht. Sie wurden gemeldet. Dass sie verdächtig auffallen. Von wem? Das ist alles anonym, das darf ich leider nicht veröffentlichen. Ich bin hier am Rumlaufen, kauf mir hier gerade Anziehsachen für meine tägliche Arbeit bei den bei der Glasmacherei und sie wollen mir jetzt sagen, ich bin verdächtig geworden. Ah ja. Durch ihr Verhalten wurden sie vor allen Dingen gemeldet, weil sie hier wie ein... Verhalten? Ich hab hier am Shop gestanden. Sie sind hier wie ein Wilder rumgerannt, hier da vor dem Laden. Das haben wir genau beobachtet. Wieder von der... Ja, ganz ehrlich, nee. Also ich würde sie einmal gerne durchsuchen. Nur wegen spitzen Gegenständen, das wär's dann auch. Ich möchte das aber nicht. Gehen Sie mir weg. Ja, dann müssen Sie ja irgendwas verheimlichen. Abstand und so? Dann müssen Sie ja irgendwas verheimlichen. Nee, ich verheimliche hier nichts. Ganz ehrlich, Sie kommen mir hier einfach zu nah und das gefällt mir nicht. Möchten Sie, dass ich die ganze Zeit hier mal ein bisschen durchsuche? Darf ich Ihren in den Taschen auch mal reingucken? Na. Einfach ohne Grund, Polizei, hin oder her. Mein Gott. Na dann, Sie können es ja mal versuchen. Ja, dann werde ich von Ihnen niedergeknüppelt oder was? Nein, so jemand bin ich nicht. Also, wir können es ja so machen. Nee, ich durchsuche Sie und Sie mich. Das ist doch ein fairer Deal. Hab ich davor, dass ich jetzt die Polizei durchsuche? Ich hoffe ja eigentlich, dass Sie mein Freund und Helfer sind, aber was Sie hier gerade tun ist... Richtig, und ich helfe den anderen Bürgern, sich zu schützen vor Ihnen. Sehe ich irgendwie bedrohlich aus? Ja schon, mit Ihrer Glatze, also... Aber wollen Sie mir jetzt sagen, dass Sie rassistisch sind, oder was? Nee, aber mit Ihrer Glatze, ne, da könnte man schon auf andere Wege hinweisen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ach so, ja, nee. Also, sowas, sowas geht ja mal hier gar nicht, ne? Sehr gut. Dann verbleiben wir so, aber bekomme ich noch eine Meldung über Sie rein? Dann werden Sie von den Beinen an durchsucht. Also, das steht dann schon mal fest. Ja, dann viel Spaß. Ich hoffe, ich werde nicht schon wieder gemeldet. Von wem auch immer. Bin gerade aufgestanden. Ich habe hier nicht... Ich weiß gar nicht. Unglaublich hier. Na gut, noch einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Den wünsche ich Ihnen auch. So, dann würde ich gerne mal Sie kontrollieren. Wäre das für Sie in Ordnung? Ob Sie spitze Gegenstände dabei haben? Die mit Plüsch, ne? Ich habe ja sensible Haut. Okay, kein Problem. Ziehe ich mir noch schnell drüber. Einen Moment. So. Und? Schön weich alles hinten an den Händen? Ja, alles zu meiner Zufriedenheit. Gut, ich werde Sie dann jetzt einmal durchsuchen. Okay, Sie haben keine illegalen Gegenstände, ist schon mal gut. Von den Lizenzen her passt auch alles. Haben Sie irgendwie Waffen dabei? Nee, ich besitze ja keinen Waffenschein, deswegen mache ich das auch nicht. Ich muss sowieso erst eine MPU ablegen, weil ich an Tourette leide. Und jetzt geht's gerade noch. Ich habe heute Morgen noch eine Tablette genommen. Das heißt, ich bin noch ein bisschen beruhigt, aber ich müsste halt erst diese Untersuchung ablegen, damit ich eine Waffe tragen darf. Ah, okay, gut, verstehe ich. Dürfte ich in Ihren Rucksack gucken, was Sie da so schönes drinne lagern? Klar. Der ist leer. Außer irgendwie noch eine Kaninchenfleisch und eine Gartenschere, aber die ist auch in einer gesperrten Position, da können Sie sich nicht verletzen. Richtig. Gut, passt alles. Also Ihr Rucksack ist auch clean. Sonst habe ich eigentlich nichts gegen Sie in der Hand und möchte ich Ihnen auch nichts geben. Das freut mich. Gut, dann würde ich sagen, sind Sie wieder ein freier Mann? Dankeschön. Und hoffe Sie... Noch, ne? Jupp, und hoffe Sie bleiben weiter sauber. Ja klar, ich bleibe immer auf der richtigen Seite des Gesetzes. Gut, tschüss. Ja, wir haben ein kleines Problem, glaube ich, mit Ihnen. Also Sie sind hier irgendwie unser Problempatient heute. Und zwar sind Sie hier ziemlich zügig gefahren. Über die normale Geschwindigkeit. Ich? Ja. Also, kommen Sie mal ein Stückchen hier näher ran, bitte.
Nicht, dass sie noch überfahren werden. Perfekt. Also das war ja schon, ne, hart am Limit mit der Geschwindigkeit. Ja. Ich hatte Angst, was in der Waffe in der Hand haben. Ach, Angstzustände vor der Polizei. Das ist ja was. Ja. Das können wir aber so nicht dulden. Das wissen Sie hoffentlich. Ja, ich weiß, aber wir wissen ja, wie mein Zustand so in den letzten Tagen war. Und deswegen bin ich nicht an der Aufzug, weil ich so psychisch am Ende bin. Okay, gut. Belassen wir es bei einer Verwarnung. Aber sehen wir das nochmal, wird's bestraft. Okay, danke schön. Kein Problem. Kein Problem. Ich glaube, der muss auch tanken. Das glaube ich auch. Mensch, sollen wir den durchsuchen? Weiß ja, nicht. Doch, können wir ja mal machen. Um so eine Uhrzeit kann man es mal machen und vor allem erst bewaffnet. So. Machst du das? Ja, kann ich machen. Hallihallo, guter Herr. Guten Tag. Ich hätte gerne mal eine kurze allgemeine Verkehrskontrolle hier durchgeführt. Wäre das für Sie okay? Ja, na klar. Okay, ich werde dann mit Ihnen anfangen. Ich werde Sie mal durchsuchen. Ich denke mal, da haben Sie nichts dagegen, oder? Nö, ist alles okay. Okay, super. Oh, die Handschellen können ein bisschen kalt sein, tut mir leid. So, dann schauen wir mal. Ich sehe gerade, Sie haben auf dem Rücken eine Waffe. Und Sie haben aber keinen Waffenschein dafür. Das ist jetzt ein kleines Problemchen. Müsste ich eigentlich haben. Nee, ich sehe da leider auch keinen. Ich kann da nichts erkennen von einem Waffenschein. Okay, ich bin jetzt aber auch noch nicht gestorben oder irgendwie, oder wurde von Ihnen irgendwie festgenommen in der letzten Zeit, dass ich den dadurch hätte verlieren können, also. Die Sache ist jetzt müssen wir Ihnen die Waffe abnehmen. Ja, bleibt uns keine andere Möglichkeit, weil ohne Waffenschein dürften Sie keine Waffe tragen. Das geht nicht. Okay, ja gut, Dann werde ich Ihnen jetzt mal die Waffe abnehmen, wenn das für Sie okay ist. Ja klar, gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, dass ich den irgendwie verliere, den Waffenschein nehme, nur wenn ich ins Gefängnis gehe oder sterbe? Oder so. Richtig. Vielleicht haben sie ja mal jemand irgendwie angeschossen. Das wäre nicht so freundlich. Warum haben sie die Waffe immer noch? Das sollte eigentlich nicht so sein. Einen Moment, wir versuchen das Ganze nochmal. Gut, andere Option. Wir lassen sie frei. Ja, richtig. Wir lassen sie frei. Sie machen keine Dummheiten, legen die Waffe einfach auf den Boden. Gut, bitte entfernen von der Waffe, genau. Sehr schön. Gibt es darauf jetzt noch eine Strafe? Ja, darauf gibt es noch eine Strafe. Die beträgt. Okay, was ist das? Moment, muss ich selber kurz gucken. Muss ich echt ganz kurz gucken. Besitzen von Waffen ohne Lizenz. 10.000. Okay, dann mache ich das. Aber ich plus gebe Beschlagnahmung, ja. Alles klar. Machst du sein Auto, Moment. Ich habe schon sein Auto geguckt. So. Mikrofon muted. Dann muss ich Ihnen leider noch ein Ticket ausstellen, weil das Tragen ohne Waffenschein meiner Waffe ist nicht gestattet. Und da Sie ja so kooperativ waren, würde ich sagen 5.000 würde ich Ihnen ausstellen. Können Sie das bezahlen?
Ja, super. Ist gerade so eine Schmerzgrenze bei. Das ist super, ja. So. Sehr schön. Gut. Der Kollege hat jetzt ihre Waffe entsorgt. Und ich werde sie wieder freilassen. Alles klar. So. Alles klar, super. Dann wünschen wir noch eine schöne Weiterfahrt. Ins Auto schauen. Alles klar. Das ist alles schon erledigt. Schöne Weiterfahrt. Tschüss.